Unsere Freiheit ist in Gefahr. Die westliche Lebensart wird angegriffen. Und was machen unsere Politiker? Nichts. Da müssen wir jetzt mal drüber reden. Also was ist denn da eigentlich passiert? Am 7. Oktober greifen Terroristen aus dem Gazastreifen Israel an und morden bestialisch Männer, Frauen, Kinder. Babys werden in Backöfen getan. Es ist an Grauslichkeit kaum vorzustellen. Kurz darauf marodieren Islamisten durch deutsche, durch europäische Städte. Es werden Bekenntnisfahnen geschwungen und es werden ISIS-Fahnen geschwungen. Und vor allen Dingen gibt es, und das ist deutlich zu sehen, dies. Dieser erhobene Finger heißt, es gibt nur einen Gott, es gibt nur eine Religion, es gibt nur eine Umma, Gesellschaft der Muslime. Das ist eine Drohung. Wie anders ist es zu verstehen, wenn Tausende von Muslimen in Toronto in Kanada öffentlich auf der Straße ihr Gebet sprechen? Also wenn ich eine Demonstration anmelden will, dann kann ich das tun. Und dann bekomme ich auch eine Gruppe zusammen und wenn das Thema einigermaßen interessant ist, dann kriege ich auch ein paar hundert Leute vielleicht sogar zusammen. Aber was für eine Organisation, was für eine Orchestrierung ist erforderlich, um weltweit tausende Menschen aufstehen zu lassen und ihrem Hass freien Lauf zu lassen? Stellt euch bitte nur mal vor, jemand, der den Westen destabilisieren will, rüstet diese Protestierenden, einige davon sind ja zu Gewalt bereit, mit Waffen aus. Was würde dann hier in Deutschland passieren? Glaubt ihr, die Polizei könnte dagegen vorgehen? Ich glaube das nicht. Professor Peter Neumann am King's College in London, der forscht zu dem Thema Sicherheit und der sagt, wir werden in den nächsten Jahren deutlich mehr Anschläge islamistischer Terrororganisationen in Europa sehen, weil sie sich neu formiert haben. In den 2010er Jahren, als die erste Welle kam, da waren noch nicht so viele in Europa und da waren sie auch noch nicht so gut organisiert. Sie hatten noch nicht so gute Social-Media-Kanäle, um ihre Ideologie zu verbreiten, das ist heute ganz anders. Ich kann es nur wiederholen. Der Finger, ihr habt es gesehen, der ist noch da. Fahnen kann man verbieten. Den Finger und das Gedankengut dahinter kann man nicht verbieten. Wir werden da noch weiter drüber reden müssen, befürchte ich. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.